Tendenziell könnt ihr jetzt schon im Klatschen drin bleiben, denn wir begrüßen Sie direkt auf der Bühne, Namika. Ja, schön, dass du da bist hier bei Triff den Musiker am Kurfürstendamm. Ja, voll gern. Wenn man sich das Video so anschaut, ist schon ein bisschen Urlaub gewesen, oder? Tatsächlich nicht, aber das schöne Wetter hat alles wieder gut gemacht. Es war ein sehr, sehr strammes Programm. Wir waren für 6 Tage da und haben 3 Videos und ein Fotoshooting gemacht. Das ist tatsächlich ein straffer Zeitplan. Aber wie gesagt, es war schönes Wetter und es hat alles wieder gut gemacht. Was habt ihr denn sonst noch so erlebt eigentlich? Also ich meine natürlich straffer Zeitplan, Videodreh, Fotoshooting und so weiter, aber da bleibt doch bestimmt noch ein bisschen Freizeit, um sich da vielleicht was anzugucken oder nochmal andere Eindrücke zu sammeln. Nee. Nee. Also wirklich nach dem Drehschluss war halt wirklich, okay, zurück ins Hotel, schlafen und es war halt irgendwie 4 Uhr morgens wieder aufstehen. Mhm. Maske etc. Von daher war leider nicht viel Zeit übrig, um irgendwie über den Basar zu schlendern oder sonst was zu machen. Viel mehr Zeit wirst du wahrscheinlich jetzt aktuell gerade auch nicht haben, oder? Jetzt gerade im Augenblick ist es sehr, sehr tight. Also in meinem Kalender bin ich sehr happy, wenn ich mal irgendwie so ein freies Fenster finde. Aber ich bin auch da sehr dankbar darüber, weil darauf habe ich ja hingearbeitet. Das stimmt. Da wollen wir auch direkt mal mit einsteigen auch, und zwar so ein bisschen deine Geschichte auch aufzudröseln, sage ich mal. Wir haben ja ein bisschen Zeit und auch für euch noch kurz die Information, es wird nachher noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Also wenn euch was Spannendes einfällt, was jetzt hier nicht zur Sprache kommt, gerne merken und nachher wie in der Schule aufzeigen. Da kommen wir aber gleich zu. Wie hat es denn mal überhaupt angefangen? Die klassische Frage, Musik, wann kam es? Im Schulchor früher, in der Grundschule. Mhm. Wenn man ganz, ganz weit anfangen möchte. Und dann später natürlich auch mein eigenes Mixtape gemacht, damals noch unter anderem Namen. Hab ein Homestudio gehabt, oder beziehungsweise mein Kinderzimmer war das damals. Mhm. Und hab meine eigenen Beats gemacht und Mixtape fertiggestellt, wie gesagt, hochgeladen über meine Kanäle und wurde dann eben jetzt von dem Label, wo ich jetzt gerade unter Vertrag bin, angeschrieben. Jetzt gibt es ja auch ein Zusammentreffen mit Abdi von Celo und Abdi. Also ihr scheint euch ja gut zu kennen auch. Man hat das ja in diversen Podcasts und Videos auch gesehen. Gab es da schon damals Überschneidungen, so dass man raptechnisch zusammengearbeitet hat auch? Musikalisch haben wir uns nie getroffen. Okay. Aber ich habe das immer natürlich verfolgt, weil das ist ja mein Nachbar und ich fand es immer spannend, was er macht. Okay. Und feiere das auch tot. Also geil, was die Jungs auf die Beine gestellt haben. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Das stimmt. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Da wollen wir mal schauen, was passiert. Nach deinem Mixtape, wie war so da die Resonanz? Also du hast ja mit dem Mixtape dann auch direkt dann den Plattenvertrag bekommen von Jive. Mhm. Wie lange hat es dazwischen gedauert? Saßt du da auch teilweise dann vor deinem Rechner und hast dir die Zahlen angeguckt? Warst nervös? Was passiert? Wie ist das Feedback? Oder wie kann man sich das damals vorstellen? Von meinem Mixtape damals? Mhm, genau. Ach, es klingt jetzt irgendwie total märchenbuchmäßig, aber ich habe das Mixtape noch nicht mal veröffentlichen können. Also nur 2 Videos waren draußen. Mhm. Und dann kam halt die Anfrage und ich bin von allen Wolken gefallen. Damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Aber in dem Fall ging es wirklich sehr schnell und ich konnte gar keine Zahlen, konnte man gar nicht messen, weil das Mixtape noch gar nicht draußen war. Also dementsprechend hat das eigentlich perfekt funktioniert, wenn man so absolut möchte. Schon zu perfekt. Man war auch, also ich war sehr skeptisch am Anfang. Wirklich? Ja, natürlich. Okay. Hattest du gedacht, naja, das ist jetzt Quatsch, die wollen bestimmt was ganz anderes. Naja, man, wenn einem so viel Glück zufliegt, dann ist man halt einfach skeptisch. Man denkt, wo ist der Haken an der Sache? Das klingt eher so, als dass du ein sehr realistischer Mensch eigentlich bist. Schon. Ja? Ja. Wie fühlt sich das denn jetzt gerade an, wenn man auch zum Beispiel mit der Single auf Platz 1 geht, wenn man beim Bundesvision Song Contest den 7. Platz macht, was ja schon sehr, sehr stark ist, gerade auch für Newcomer, der noch nicht so in der breiten Öffentlichkeit ist. Glaubt man das Ganze dann oder ist man da auch dann sehr vorsichtig? Ich nehme das dankend an, weil dadurch, dass Lieblingsmensch auf Platz 1 gegangen ist und auch die Zuhörer oder die Leute da draußen diese Single eben gekauft haben, das ist eine krasse Wertschätzung für meine Musik und das sehe ich auch so. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar und Bundesvision Song Contest war auch toll, ein toller Achtungserfolg, waren große Namen am Start. Mhm. Im Großen und Ganzen wollten wir da einfach Spaß haben und das haben wir, glaube ich, hingekriegt. Ja, das ist sowieso die beste Ausgangslage, also voll. Wenn man da hingeht, um Spaß zu haben, ist perfekt. Darüber sprechen wir aber gleich noch, wir sind gerade ein bisschen abgeschweift noch, wir sprechen noch ein bisschen über die Anfänge. Mhm. Dann gab es den Vertrag, den hast du dann unterschrieben und dann ging es direkt ins Studio? Ungefähr. Mhm. Der Vertrag wurde unterschrieben, dann bin ich nach Berlin, habe die Bee Gees kennengelernt, meine Produzenten. Immer mal hin und her gependelt, von Frankfurt nach Berlin. Und
Genau, und in dieser Kreativschmiede ist praktisch über 2 Jahre das Album entstanden. Mhm. Jetzt für Leute, die das Bee Gees Studio vielleicht nicht kennen, das ist schon komplexartig, viele Räume, es tummeln sich da dauernd irgendwelche Künstler, die haben ja Sachen für Curse gemacht, für Lena Meyer-Landrut, Olsen ist mit dabei, also immer schon Sachen, die Rap-lastig sind, aber auch einen Pop-Einschlag haben, mal ein bisschen mehr in die Richtung, mal ein bisschen mehr in die Richtung. Wie war das für dich? War das so tatsächlich, wie du schon sagtest, so eine Kreativschmiede, wo du dich auch frei entfalten konntest? Oder hast du eher zu Hause geschrieben und die Sachen dann mitgebracht? Beides. Mhm. Sehr viel natürlich auch von zu Hause aus gearbeitet, mit Themen, Skizzen, Textskizzen eingekommen, einen Beat angefangen zu machen, irgendwie um zu checken, in welche Richtung es gehen soll. Aber kam auch mal vor, dass ich einfach im Studio war und überhaupt noch keine Idee hatte und wir einfach Beats gehört haben und darauf dann angefangen haben zu flashen und Ideen zu entwickeln. Das hat schon auch einen starken Hip-Hop-Hintergrund eigentlich, wenn man so möchte, ne? Also so dieses, man trifft sich einfach im Studio. Rocker würden sagen, man jammt, ja, ne? Man überlegt sich ein bisschen, in welche Richtung das geht. Gab es da Einflüsse dann auch? Gerade dadurch, dass natürlich bei den Bee Gees auch extrem viele Künstler natürlich irgendwie im Studio sind und gerade Sachen gemacht haben. Hat man sich da mal ausgetauscht auch? Oder wie lief das bei euch da ab? Klar, also ich habe dem Shima damals, Shima kennst du, auch ein Frankfurter, den habe ich das erste Mal dort in Berlin getroffen. Ah, okay. Und für mich war das dann so, wow. Ich war total aufgeregt, weil ich mir dachte, boah, ich feiere den Typen so hart. Und dann habe ich ihn dort getroffen und festgestellt, dass er noch eine viel coolere Socke ist als in den Songs eigentlich. Und natürlich, hier und da, wenn es gepasst hat, haben wir uns Inputs ausgetauscht. Und es war so ein fließender Prozess mit den Bee Gees auch zusammen. Mhm. Die Texte hast du auch in Zusammenarbeit zum Teil mit Fabian Römer geschrieben. Mhm. Also Rapper werden ihn vielleicht noch unter FA kennen. Wie kann man sich das vorstellen? Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, dass ich ein Mann auch in die Gedankenwelt einer Frau reinfinden muss, irgendwie, um diese Texte dann auch mit zu konzipieren. Vielleicht war aber auch sein Einfluss gar nicht so stark, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Also wie lief das da so ab? Oder musstest du Fabian dann noch ein bisschen erklären, also eine Frau würde das wie folgt denken? Nein. Also wie gesagt, ich habe meine Texte selbst geschrieben und von Fabian Römer am meisten mit Input einfließen lassen in das Album. Aber es war jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie meine Texte geschrieben hat. Nee, aber dass er so Input vielleicht gegeben hat. Ja. Ich meine, solange wie er jetzt nun mal auch schon in der ganzen Szenerie unterwegs ist, hat er ja eine Unmenge an Erfahrungen natürlich, auf die man sicherlich auch gerne zurückgreifen kann. Ja, absolut, absolut. Nee, aber da, wie gesagt, ich habe meine Ideen gesammelt, meine Skizzen, Textskizzen zusammengefasst und mitgebracht und daraufhin halt einfach losgeschrieben. Mhm. Als das Album fertig war, wie hat sich das für dich angefühlt? Saßt ihr da dann irgendwie zusammen in diesem Studiokomplex beziehungsweise in diesem Studioraum, habt das auf euch wirken lassen? Oder warst du so, ich brauche das jetzt erstmal für mich, ich brauche jetzt mal meine 45 Minuten ungefähr, die das Album braucht, wahrscheinlich ein bisschen länger, ne? Genau, um das auf mich wirken zu lassen? Wie war dieses Feeling? Nachdem das Album fertig war? Ich habe... Das Album war schon draußen und dann habe ich es mir erst angehört. Wirklich? Weil ich ja die ganze Zeit die Tracks gegengehört habe, während des Mischen und Masterns und so. Ja, das habe ich tatsächlich erst geschafft, als das Album schon draußen war. Und bist du zufrieden? Voll. Also gab es nichts, wo du nachher gesagt hast, oh, Nee. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Da war ich viel zu nerdy unterwegs, dass ich da jetzt irgendwie einen Song hätte draufgepackt, der mir dann am Ende nicht gefällt. Sprechen wir über Lieblingsmensch. Da gibt es eine schöne Anekdote zu, die hast du auch schon ein bisschen erzählt, dass es da tatsächlich um den Lieblingsmenschen geht. Ich würde gerne nochmal darauf eingehen, wie sich die Person, um die es da geht, ja eigentlich dann gefühlt hat. Sie hat sich doch hundertprozentig dann bei dir gemeldet. Also die weiß doch, dass es um sie geht, oder? Mein Lieblingsmensch, also ich habe diesen Song meinem Lieblingsmenschen auch vorgespielt. Ah, okay. Da saßen wir face to face. Sehr schön. Und witzigerweise hat mein Lieblingsmensch dann ein paar Situationen erkannt. Mhm. Und meinte so, okay, das sind doch wir. Kenne ich. Und irgendwann mal bin ich dann mit der Sprache rausgerückt. Du hast ihm das also noch nicht im Voraus gesagt, so pass auf, es wird einen Song über dich geben oder guck mal, was ich hier gemacht habe, es handelt von dir, sondern eher tatsächlich, du hast ihm das rausfinden lassen. Ich habe meinen Lieblingsmenschen das rausfinden lassen, genau. Sehr schön. Aber der Lieblingsmensch hat sich gefreut. Total. Noch schöner, dass die Single ja am Ende des Tages jetzt auf die 1 gegangen ist. Lass uns noch über den Bundesvision Song Contest natürlich auch sprechen. Gerade so als Newcomer da reingeworfen zu werden. Stefan Raab macht ja immer so eine wunderbare Mischung aus. Es sind Leute dabei, die so ein großes Standing haben, große Namen haben. Und die Newcomer, die natürlich dann auch das Glück haben, mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt zu sein und auch so ein bisschen so diese Sympathie des Publikums vielleicht leichter zu bekommen. Ja. Abseits davon, dass ihr eine gute Zeit hattet und Spaß hattet, wie war das für dich? Ich habe es so ein bisschen darauf angelegt.
Okay. Ich wollte extra nicht mit Lieblingsmensch auftreten, weil der Song schon so gut lief und ich gemerkt habe, okay, da draußen, die Leute mögen den Song. Ich möchte mich jetzt mit einem anderen Song präsentieren. Und habe ich mit gerechnet, also mit dem 7. Platz, klar. Also gibt super viele krasse Künstler, die aufgetreten sind. Das ist meine iTunes-Playlist, um ehrlich zu sein, die da jetzt aufgetreten ist mit mir. Sehr gut. Und ja, das war's. Also wie gesagt, es war wirklich die Hauptambition, irgendwie eine geile Bühnenshow hinzulegen, die Leute irgendwie zu catchen. Und ich hoffe, das haben wir geschafft. Zumindest in der Arena selbst habe ich gemerkt, dass die Leute das abgeholt hat. War das mitunter auch die größte Show, die du bisher gespielt hast, wenn man jetzt von einem Publikummenge ausgeht? Oder? Bis dato nicht. Also ich habe danach noch ein paar größere Gigs gespielt, aber als ich da aufgetreten bin, war das tatsächlich das Größte. Das ist bestimmt auch nochmal eine andere Geschichte, wenn man weiß, dass da zig Kameras auf eingerichtet sind. Ja, voll. Da ging mir echt die Pumpe, muss ich zugeben. Aber dann durchgängig auch wahrscheinlich, nicht nur in den 4 Minuten des Songs. Bei den Proben davor, am Tag davor, die sind ja angereist vor und dann haben wir geprobt und da ist alles schief gelaufen. Aber du weißt ja, was man sagt, ne? Über den Probentag. Ja, zum Glück hat alles funktioniert. Genau. Und in Zukunft auch. Die Lichter sind nicht angegangen von den Tänzern, also diese Anzüge und der Lichtshow hat irgendwie etwas nicht funktioniert und wir waren alle schon fast am wahnsinnig werden. Glaube ich. Und am nächsten Tag hat alles wunderbar geklappt. Da bin ich sehr, sehr froh, dass ja, alles so reibungslos lief. Schön. Crow, kommt er um die Ecke, schenkt dir zum Album-Release mal so einen kleinen Feature-Song, ist natürlich wunderbar. Kann man machen. Dieser Crow, dann jagt er einem die Facebook-Likes in die Höhe und so weiter und so fort. Nein, aber mal ernsthaft, da kommt so ein Song, hat so ein Feature drauf. Wie kam das zustande? Wie kam der Kontakt zustande? Nee, wie hast du dich dabei gefühlt und vor allen Dingen, was hat das für Nachwirkungen jetzt auch gehabt? Hast du da noch speziell gemerkt, dass du vielleicht auch dann auf eine andere Art und Weise nochmal wahrgenommen wurdest? Oder ist es halt einfach nur so unter Freunden mal eben Song? Ich gehe mal auf die zweite Frage ein. Wie kam das zustande? Er wollte mich überraschen. Ist ihm gelungen. Sehr gelungen sogar. Ich war auch bin so ein bisschen aus allen Wolken gefallen und mich mega gefreut. Und ist ein super Typ. Ich habe echt selten von einem Rapper so einen ego-befreiten Part gehört. Ja, er hat auf jeden Fall nicht versucht, dir den Song zu klauen. Das hat man ja im Rap dann tatsächlich dann hin und wieder schon deswegen, mal ganz gerne. Ne? Deswegen, auch so also auch nochmal an der Stelle große Props an den jungen Mann. Jetzt habe ich, um auf mal ein anderes Thema zu kommen, gelesen, du hast jahrelang Handball gespielt, richtig? 9 Jahre. Das ist ganz schön lang. Ja, auf jeden Fall. Schon eine Hausnummer. Musstest du da jetzt wegen der Musik mit aufhören, weil du einfach gar keine Zeit mehr hast? Oder gab es andere Gründe? Oder spielst du tatsächlich vielleicht sogar noch? Nee, ich habe mit 18 aufgehört, zu meiner Abi-Phase. Okay. Da hat es mit dem Rücken angefangen. Mhm. Handball ist halt irgendwie so eine relativ robuste Sportart. Und mit dem Abspringen und Aufkommen, Abfedern, das geht halt auf Gelenke und Knorpel und so. Und dann hat sich irgendwie mein Rücken gemeldet, dann bin ich zum Arzt und der hat mir dann gesagt, dass ich kurz vor einer Bandscheibe, oder ich hatte eine Bandscheibenvorwölbung, nennt man das. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, nö, ich brauche meinen Rücken noch. Ja, so gerade auch mit 18 ist das so, vielleicht nicht unbedingt die Krankheit oder Verletzung, die man gerne haben möchte. Absolut. Ja, und dann habe ich aufgehört, mich auf mein Abi und meine Musik konzentriert. Aber die Energie, die man normalerweise aus dem Sport dann ja zieht, beziehungsweise während eines Spiels hat, die kannst du jetzt eigentlich ganz gut auf der Bühne unterbringen, oder? Ja, das ist ähnlich tatsächlich. Vor allem, man ist ja auch so ein Team mit der ganzen Band. Das ist ganz geil. Wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft blickt, natürlich hast du aktuell dieses Album, du hast diese Single, du hast das Medienecho, du warst Anfang der Woche auch noch bei Joko & Klaas zum Beispiel. Was kann da noch passieren? Worauf freust du dich? Also was steht in Zukunft an? Ich meine, was kann noch passieren? Was kann es noch toppen gerade? Was es noch toppen könnte, wenn ich in Urlaub fliege? Ja, so ein bisschen Urlaub ist wahrscheinlich in der Situation gar nicht so schlecht. Ja, also Urlaub war jetzt gerade richtig geil. Wann war dein letzter Urlaub? 2 Jahre. Das geht ja noch. Ja, es geht. Da hast du recht, aber wenn es gerade so eine schnelle Zeit ist, die mega krass an dir vorbeizieht und man hinkt so ein bisschen hinterher mit dem Reflektieren, dann sehnt man sich schon sehr schnell nach Urlaub. Was meinst du, wie lange bräuchtest du, um das zu reflektieren? Wie viel Urlaub wäre nötig? Ach, ich glaube, mit einem wäre das geklärt. Ich brauche halt einfach nur Ruhe und Strand. Aber ich meine, dann 4 Wochen, 2 Wochen? Das ist auch schon wieder zu viel, glaube ich. Das kann ich mir nicht leisten. 2 Wochen. Wo willst du dann hingehen?
Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall irgendwo hin, wo es schön warm ist, in der Winterzeit hier. Hm. Und wo es einen Strand gibt. Es könnte Asien sein, es könnte Afrika sein. Weiß ich noch nicht. Ich finde das sehr interessant, weil kein Künstler sagt tatsächlich, ich habe total Lust, im Winter Snowboarden zu gehen. Ich fahre in die Kälte, schick mich nach Alaska, sonst irgendwas. Bist du ein Fan von Snowboarden? Ja, aber ich bin kein Fan von Kälte. Ich nehme das dann halt einfach so an mich, okay. Weil es geht ja nicht anders. Aber das ist tatsächlich sehr interessant, immer alle am Strand. Ja, es ist halt Entspannung, man hat direkt irgendwie so eine Kopplung zum Strand und Sonne. Mhm. Diese Reflexion. Wie stellst du das jetzt gerade so an? Bei so wenig Zeit und bei so wenig Möglichkeiten, dir irgendwie vielleicht auch Ruhe zu gönnen, so schön wie es natürlich auch ist, dass viel passiert. Aber wie verarbeitet man das als Künstler, gerade so als Newcomer, der dem relativ viel Positives in kurzer Zeit passiert ist? Ganz einfach. Einfach auf den Durchzug schalten, wenn es gerade zu laut ist. Stopptaste drücken, gefühlt. Mhm. Und sich die Zeit einfach nehmen, mal bei sich selbst zu sein, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Manchmal hilft das. Mhm. Wie ist das mit dem Umfeld? Wie hat das so darauf reagiert? Also weil man hat ja natürlich dann oftmals das Problem, irgendeinen Freund gibt es dann immer im Bekanntenkreis, der dann beleidigt ist, weil man sich nicht jede Woche zum Pizzaessen treffen kann. Tatsächlich ist es bei mir nicht so. Ich bin da sehr gesegnet mit guten Freunden. Schön. Und kann ich halt wirklich nur wenigstens, also beziehungsweise an einer Hand abzählen, das sind 3, 4 beste Freundinnen. Die kenne ich halt auch von klein auf und die verstehen das glücklicherweise und die sind auch happy. Und ich bin auch eigentlich immer, wenn ich wieder in meiner Homebase bin in Frankfurt, rufe ich die direkt an. Das ist so, ja, meine Heimat. Sehr schön. Ambitionen, nach Berlin zu ziehen? Würde schon Sinn machen, glaube ich. Damit die Wege werden dann kürzer wahrscheinlich. Ja, darum geht's, aber ich weiß noch nicht. Frankfurt hält einen dann. Ja. Meine Familie und meine Freunde halten mich da. Das ist eigentlich so für einen Frankfurt, beziehungsweise ich war vielleicht 5-mal in meinem Leben in Frankfurt und immer kurz dran vorbei. Wo muss man da eigentlich dann hingehen, damit man das schöne Frankfurt sieht? Wird schwierig, weil Frankfurt sehr klein ist. Und der Hauptbahnhof ist auf jeden Fall nicht der schönste Fleck. Darauf wollte ich hinaus. Aber sobald man da irgendwie auf die andere Seite geht, des Hauptbahnhofs, sieht man das auch nicht mehr. Also über dem Main, und da gibt es auch schon eine schöne Ecke. Stimmt, ja. Also wenn man sich die Minuten mal nimmt, dann kann man das auf jeden Fall finden. Voll. Sehr gut. Lieblingsmensch, du siehst, also es zieht sich so dieses Thema Lieblingsmensch so ein bisschen durch dieses Interview gerade, weil ich das auch sehr treffend finde eigentlich. Es ist doch eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Geste, mit so einem Song anzufangen. Und sich damit auch irgendwie so den Wunsch zu erfüllen, jetzt das machen zu können, was man sich erträumt hat, und zwar Musikerin zu sein. Hätte es einen Plan B gegeben und hättest du diesen Plan B später auch gesagt, so, das ist mein Lieblingsplan eigentlich, um mal auf die Richtung zu gehen? Ich habe immer noch einen Plan B, aber ich sehe das gar nicht als Plan B. Ich bin der Meinung, man kann vieles gleichzeitig machen. Hängt so ein bisschen von der Zeit ab. Ich will auf jeden Fall noch studieren. Mhm. Was willst du studieren? Was Musikbezogeneres. Okay. Also mich würde auf jeden Fall Management interessieren, damit man das auch alles so ein bisschen auf dem Kasten hat und als Künstler beides kann. So. Und das finde ich ganz spannend. Okay. Ja, dann auf der einen Seite hoffe ich, dass du das noch hinbekommst. Auf der anderen Seite, wenn ich dir jetzt wünsche, du hast Zeit dafür, würde es ja bedeuten, weil das, ja, das so. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja, deswegen. Voll. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, eine wunderschöne Frage-Antwort-Spielrunde zu machen. Wer hat denn hier noch eine Frage, die noch nicht gestellt wurde? Einfach aufzeigen. Der junge Herr mit der Brille. Ja, tatsächlich habe ich eigentlich 2 Fragen. Also das eine ist, ich habe euch letztens mal performen sehen, und zwar im Rockhaus. Da habt ihr euch vorbereitet auf diese Geschichte mit der Auswahl. Und in Lichtenberg, da gibt es auch dieses Hochhaus, das ist so ein Auftrittsort. Und es hat mich sehr beeindruckt, wie ihr da gespielt habt, weil es war super professionell. Wir proben halt selber immer mit der Band und wir haben da einfach nur gewartet. Und dann wart ihr da auf der Bühne und habt diesen Raum genutzt. Und man merkte halt einfach, dass alle Musiker super konzentriert waren, dass es eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre war, was ja beim Musikmachen extrem wichtig ist. Und ich wüsste gerne zum einen, bist du wirklich so strukturiert und ist diese Strukturiertheit, dieses Arbeiten so ein Hauptteil des Erfolgs? Oder ist es vielleicht einfach wirklich nur so phasenweise und bist du nicht eher ein Mensch, der nicht so strukturiert ist? Weil auch aus der Sache mit dem Musikmanagement kann man ja so schließen, du willst extrem was. Ich bin schon ein Fan von strukturierten Arbeitsabläufen. Allerdings darf der Spaß nicht zu kurz kommen. Und ja, solange die Waage gehalten wird, finde ich super. Und ich glaube schon, dass so eine Professionalität oder so eine Struktur im Arbeitsprozess oder im Arbeitsschritten der Weg zum Erfolg ist. Das glaube ich schon.
Okay, und da käme meine zweite Frage, weil die beiden Damen hier vor mir, die sind die Sängerinnen meiner Schulband und ich finde es ganz toll, dass die gekommen sind, weil die als einzige von der Band, würde ich gesagt haben, sie hier machen vorne die beiden? Ja, die beiden. Ah, okay. Die wollen auch was, weil sie eben hier sind. Und wenn du noch einen persönlichen Tipp nochmal geben könntest, wenn man jetzt gerade so 9. Klasse rum ist und sagen will, was sind jetzt die richtigen Schritte für mich? Wie kann ich jetzt rausfinden, ob ich das will und vor allen Dingen, wie kann ich, wenn ich es will, das dann auch tun? Was würdest du sagen, was die beiden machen sollen? Schreibt ihr auch eure Texte? Manchmal? Noch nicht für die Band, aber wir arbeiten dran. Aber ihr habt Ambitionen dazu, irgendwann mal irgendwie ein Album zu schreiben. Ja, dann auf jeden Fall bleibt ihr selbst. Macht das, worauf, was ihr feiert. Und bleibt real, so sagt man das im Hip-Hop. Lasst euch da jetzt nicht irgendwie anpassen oder ihr müsst es in erster Linie feiern. Und wenn ihr es feiert, dann checken die Leute da draußen, okay, ey, das ist eigentlich ganz geil. Wenn die Mädels so krass davon überzeugt sind, dann muss was dran sein. Das würde ich euch mitgeben. Das ist ein sehr schöner Tipp auf jeden Fall. Sollte man beherzigen, finde ich auch sehr gut. Nächste Frage, wen haben wir denn noch? Einmal da hinten, Mikro kommt, Sekunde. Hi erstmal. Hallo. Meine Frage ist heute, könnt ihr euch vorstellen, mal Englisch zu singen oder irgendeine andere Sprache? Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, auf Englisch zu singen, weil ich auf Englisch einfach nicht so gut schreiben kann wie auf Deutsch, glaube ich. Okay, danke. Gerne. Weitere Fragen? Ihr dürft mich durchlöchern. Einmal da hinten. Also ich habe noch nicht viele Songs von dir gehört, aber ich würde gerne mal wissen, ob du aufgrund deiner marokkanischen Wurzeln vielleicht auch mal was Marokkanisches singst. Ich würde hier ähnlich argumentieren wie bei den Mädchen da vorne. Ich glaube nicht. Ich bin auf Marokkanisch oder auf anderen Sprachen halt, glaube ich, nicht so sicher mit der Sprache wie im Deutschen. Okay. Ich glaube auch bei sehr textlastiger Musik, wie das halt nun mal eben auch ist, ist es ja unfassbar wichtig, dass man seine Emotionen damit ausdrücken Voll. Kann. Hast du es trotzdem halt schon mal versucht irgendwie? Also ich meine, vielleicht war einfach der Wunsch da, ich guck mal, ob ich das klappt nicht, sowas? Ja, ich habe es mal probiert und habe festgestellt, dass es grottenschlecht und habe es dann auch sein lassen. Na, wenn die Erkenntnis da war. Also ja, ich stelle mir das auch tatsächlich sehr schwer vor, dann nicht unbedingt in der Sprache, die man halt so geläufig hat, respektive die vielleicht die Muttersprache ist, dann halt Songs zu schreiben. Voll. Also gerade wenn es, wie gesagt, bei den doch sehr textlastigen Songs halt eben um die Texte geht. Ja. Aber weiter in der Fragerunde. Ich wollte das jetzt nicht unterbrechen. Wer möchte doch? Die junge Dame da hinten links. Vorhin kam mir der Zeitpunkt zur Sprache, wann das Album fertig war, also wie du dich da gefühlt hast. Mich würde interessieren, durch was du wusstest, dass das Album fertig ist. Also ob sich so ein roter Faden einfach durch alle Songs auch zieht, wo du wusstest, das ist eine Message, die ich mit dem Album irgendwie rüberbringen möchte. Weil ich könnte mir vorstellen, du hast bestimmt auch noch super viele andere Ideen und woher du abschätzen konntest, welcher Songs aufs Album schafft und welches nicht, welcher nicht. Ich hatte, also bei dem Album, bei meinem Debütalbum, bin ich überhaupt gar nicht so konzeptionell rangegangen. Es war eher so, ich schreibe jetzt einfach 100 Songs. Und die 14 Songs, die ich am besten und am prägnantesten fand, die sind dann auf dem Album gelandet. Also so wie du gerade dachtest, es war bei mir halt so, dass ich halt wirklich einfach nur geschrieben habe. Und da liegen auf jeden Fall noch ein paar Songs, die ich noch nicht verwendet habe. Schon eine Idee, was damit passiert? Wer weiß. Nochmal so eine EP hinterher? Die EP kam ja schon. Ja, noch so eine. Noch so eine. Ja, weißt du, wie Fans sind? Die wollen immer mehr und mehr und mehr. Ja. Was ist das bald Weihnachten, ein kleines Geschenk oder so? Ja, nee, ich aber dann brauche ich ja nicht mehr schreiben gehen und darauf habe ich auch Bock. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, nehme ich tatsächlich noch, was macht dir mehr Spaß eigentlich? Das Schreiben oder das Aufnehmen oder dann das Live-Spielen? Und jetzt sag bitte nicht, es ist alles gleich. Nee, gar nicht. Ich hasse Aufnehmen. Wirklich? Boah. Anstrengend. Es ist halt, vor allem im Sommer, es ist so warm und alle sind draußen am See und man steht dann so im Studio und singt. Und ist auch toll, aber ist irgendwie semi-geil. Verstehe ich. Ich würde sagen, das Schreiben macht sehr, sehr viel Spaß und dann auftreten.
Weil das ist so eigentlich das, was man geht in dem Moment raus mit, mit den Songs, an denen man 2 Jahre gearbeitet hat und spielt und zeigt es der Welt praktisch. Mhm. Das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl. Super. Zeit für weitere Fragen. Ich glaube, da vorne war noch eine. Ja, einmal der junge Herr mit der Brille, wenn ich das von hier aus richtig sehe. Hast du, ne? Stark. Hallo, ich habe dich vor ein paar Tagen aufmerksam gemacht, dass du wegen Asthma-Leiden durch Sport besiegt hast. Ich möchte gerne wissen, ob das wirklich ist, wie lange das da gedauert hat und ob du mal nicht nur mich, sondern anderen animieren bzw. ermutigen, Sport zu treiben, um es zu besiegen. Ich hatte tatsächlich, in meiner Kindheit hatte ich Asthma. Und ich habe Sport gemacht und es ging weg. Aber ich glaube, das ist so eine Mischung aus Sport und irgendwie der Wille, dass man diese sogenannte Krankheit einfach besiegt. Und ich glaube, es war halt wirklich ein Kopfding bei mir. Ich wollte das loswerden und irgendwann mal war es weg. Und ich glaube, innerhalb von einem Jahr war es dann auch weg. Ich leide leider am Asthma. Ich würde gerne nochmal Sport treiben, wenn du es mir auch animieren würdest. Absolut. Schwimmen ist gut. Schwimmen solltest du. Das ist ein sehr, sehr gutes Training. Und ansonsten daran glauben, ganz fest. Okay, danke. Und den Hausarzt konsultieren vielleicht auch. Das sollte man vielleicht nicht vergessen. Einmal da hinten haben wir noch eine Frage. Du hast ja gerade gesagt, dass du gerne studieren möchtest. Ja. Hast du eine Ausbildung gemacht oder hast du gesagt, okay, ich mache sofort Musik? Und wenn es nicht klappt, weil es ist ja auch mal so eine Sache, Musik ist sehr schnelllebig, viele Künstler kommen und gehen, aber du hast gesagt, okay, du hast jetzt mega Erfolg, denke ich mal, es geht alles sehr, sehr schnell für dich. Würdest du aber trotzdem nochmal eine Ausbildung machen oder irgendwie was anderes, wenn es nicht klappt? Ich habe ja mein Abitur gemacht, weil ich studieren wollte und das habe ich auch gemacht. Direkt nach meinem Abitur habe ich mich an der Goethe-Universität in Frankfurt eingeschrieben für Philosophie. Das habe ich dann ein Semester gemacht und dann kam der Deal zustande. Ob ich, falls es mit der Musik dann irgendwann mal zu Ende geht, noch was anderes machen möchte, ja. Deshalb will ich auf jeden Fall auch was Musikspezifisches studieren, damit ich halt auch irgendwie einen Musikbezug im normalen Leben habe. Also ohne als Person, die im Rampenlicht steht praktisch. War das sofort, also warst du dir sofort sicher zu sagen, okay, ich nehme diesen Deal an, ohne irgendwie eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium zu machen, beziehungsweise viele Eltern, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist oder so, aber viele Eltern sagen doch immer kritisch, Musik oder lieber irgendwas Handfestes. Jetzt. Naja, also ich glaube, bei mir ist der Ausbildungsersatz das Abitur gewesen für meine Familie. Es war so, okay, mach dein Abitur und dann kannst du auch Musik machen. Kannst du machen, was du willst? So in etwa. Und ja, ich habe mich tatsächlich nach dem Abi so ein bisschen orientiert. Ich wollte auf jeden Fall auch studieren, das habe ich ja dann auch gemacht. Aber als der Deal kam, dachte ich mir, okay, wann kriegt man dann wieder so eine Chance? Und deswegen habe ich erstmal mein Studium gefreezed. Sehr schöne Entscheidung. Viel Glück. Danke. So, wir haben noch Zeit für eine Frage, bevor es musikalisch wird. Einmal hier auf der Seite, die junge Dame da vorne. Genau. Ich liebe das Fragen aussuchen, riecht Spaß. Ich hätte eine Frage und zwar, steht in nächster Zeit irgendwie ein Feature an oder so? Also zum Beispiel Teezy würde sich ja anbieten, du gehst jetzt auch mit ihm im Herbst auf Tour. Oder ich sag mal ein echtes Feature auch mit Crow, das war jetzt von seiner Seite aus mehr, sondern das wirklich von beiden Seiten aus irgendwas ansteht. Oder mit anderen Künstlern auch jetzt ein Wunsch-Feature zum Beispiel? Das finde ich tatsächlich, das kann ich gar nicht so wirklich beantworten, weil ich finde, man muss Leute erstmal kennenlernen, um dann zu wissen, ob man musikalisch überhaupt zueinander passt. Bei Teezy würde es sich tatsächlich anbieten, weil wir auf Tour gehen, wie du so schön sagtest. Bestimmt wird da was zustande kommen. Jetzt irgendwie fürs nächste Album bin ich da voll frei. Ich will mich da auch überhaupt nicht irgendwie einschränken mit irgendwelchen Feature-Wünschen oder so. Es soll halt einfach seinen Lauf nehmen und wenn es passiert, dann ist es doch super. Ja, das war ein perfekter Abschlusssatz, gerade auch, weil es ums Kennenlernen ging. Ich glaube, das haben wir heute Abend ganz gut geschafft und ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Zeit, so wie ich eben, mit dir ein tolles Gespräch zu führen. Und bis dahin danke ich dir erstmal für den schönen Abend und das Gespräch. Danke auch.